Okay, wir müssen mit der Information zurückkehren. Das machen wir auch. Ich fahre in die Scharne und erstmal verschwinde. So, weg hier. Ich lege mich nicht mit 4 Dragons an. Das kannst du knicken, zumindest noch nicht. Hier haben wir aber nochmal 4 Dragons. Oh shit, der kann mich ja sehen. Scheiße. Okay, enttarnen. Block. Der erste, da. Scheiße, falsche Raketen. Mist. Ah. Oh, was ist das denn für eine Kacke? Oh, scheiße. Triple Foes drin, das ist ja Mistkacke, ey. Das geht aber auch so. Oh oh, gut, der hat sich gesessen. Zum Glück sind die alle so nah dran, dass ich die Friend of Force aus der Entfernung raushauen kann, dass sie nichts dagegen tun können. Block. Seht ihr, so knapp. Wie, der lebt noch. Komm her. So ganz. So, der ist raus. Einen haben wir noch. Einen Dragon ist noch über. So, Heatseeker, raus damit. Und weg ist er. Gut. Puh, das war knapp. Jetzt muss ich die Jumbo hier finden. Navigationsmap. Okay, ich tarne mich erstmal. Ah, jetzt kann ich springen. Gut, dann mache ich das. Scheiße. Target. Full Guns. Target. Dragons. Feuer. Und Heatseeker. Kann er nicht dodgen. Das ist ja ein Ding, wenn er die dodgen könnte. So, komm her, Kollege. Komm, raus, der Heatseeker. Scheiße, der hat den Lock verloren. Mist, okay, nächsten Dragon. Ah, verdammt. Das ist jetzt echt hart. 4 Dragons zu kämpfen ist schon nicht so einfach. Feuer. Erwischt. Gut, Target. Erstmal die Dragons weg. Und danach kümmere ich mich um diesen dämlichen Transporter. Boom. Target. Naja. Ha, hast du eine Ahnung, Kollege? Komm her, komm her. Shit, eins, zack, nicht sich nach links. Da ist er. So, jetzt muss ich ihn nur noch erwischen. Kann ich ihn überhaupt zerstören, wenn er getarnt ist? Ich bin mir nicht so sicher, ob das geht. Egal, locke ich jetzt erstmal den Transporter ein. Oder auch nicht. Raketen mehr? Schade. Macht es mir viel zu leicht. Das glaube ich kaum. Dann mache ich es nämlich halt auf die Art und Weise, dass ich ihn einfach ramme. So, der Transporter kann mir nämlich gar nichts. Ich werde jetzt erstmal auf Abstand bleiben. Vielleicht ein Torpedo hier reinjagen. Der erfasst jetzt langsam mal. So, geht doch. Und weg hier. So, Autopilot zurück zu Intrepid.
Mission abgeschlossen. Oh, coole Computerstimme. Okay, Computer, Intrepid, Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich keine Kerze für Sie anzünden. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axis-Quadrant, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Gut, dann machen wir das auch mal. Und CD6 einlegen. Okay. Das geht ja richtig flott. Eine Holobotschaft für Sie, Admiral. Admiral, schlechte Nachricht. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Er ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant uns zu verfolgen. Was soll's? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Sollen wir doch weiter versuchen, uns zu fangen. Okay, dann gucken wir uns noch mal kurz auf dem Schiff um. Und dort haben wir Decker. Und? Was gibt's Neues? Colvin. Er war es die ganze Zeit. Dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Junge, ich habe doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in einer Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Tja, das ist ja heftig. So, ich werde jetzt mal das Spiel speichern, sicherheitshalber. Denn ich weiß ja, was gleich kommt. Pascal, gab es da noch irgendwas Wichtiges? Nein, gab es nicht. Gut, überspeichere ich das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 4. Bis dann.